Sehr geehrte Damen und Herren, gestern ist mir der oben genannte Mahnbescheid zugestellt worden. Der Antragsteller wusste zum Zeitpunkt der Antragstellung, dass ich Privatinsolvenz angemeldet habe und der Antragsteller auf der Insolvenztabelle gelistet ist. Daraus ergibt sich die Frage, wie kann es sein, dass eine Firma durch ein deutsches Amtsgericht einen Mahnbescheid versenden kann, obwohl diese Firma wissentlich auf der Insolvenztabelle des Empfängers steht. Ich denke, es ist wichtig und notwendig, alle Beteiligten bzw. zuständigen Personen die gleiche Information mitzuteilen, dass ich hiermit getan habe. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich wünsche noch einen schönen Tag mit freundlichsten Grüßen.